Hi, hier ein kurzer Videotest mit der Nikon Z50 und ich habe jetzt das Kit-Objektiv drauf mit 16 mm und einer Blende. Die maximale Offenblende ist natürlich nur 3,5. Allerdings ist die Kamera dafür auch sehr klein. Mit dem Kit-Objektiv ist die natürlich super leicht. Und ich habe hier so eine Stange unten drunter, das heißt, ich sehe mich nur beschränkt, das reicht mir aber schon. Und ich muss nicht unbedingt die ganze Zeit mich sehen, ich muss nur ungefähr sehen, wo ist mein Kopf im Verhältnis zum Rest. Bin ich einigermaßen auf dem Bild drauf. Ich habe den digitalen Verwacklungsschutz aus, das würde noch mal ein paar Millimeter fressen. Aber das Kit-Objektiv hat ja schon einen eingebauten Verwacklungsschutz. Und ja, ansonsten würde ich solche Videos jetzt mit einer MFT-Kamera machen, mit einer Olympus EM5 Mark II beispielsweise. Und da würde ich ein Objektiv verwenden, 14 mm, was 28 mm entspricht, mit einer Offenblende von 2,8. So, und vom Gewicht her, von der Größe, nehmen die beiden sich nicht viel. Und da das hier aber Kopffaktor 1,5 ist und nicht wie bei MFT der Kopffaktor 2, sollte eine Offenblende von 3,5 ungefähr 2,8 entsprechen. Somit ist die Z50 eine sehr coole Vlog-Kamera, beispielsweise für YouTube-Videos. Und ich habe natürlich eine mega coole Gesichtserkennung. Die funktioniert mit dem Firmware-Update 2.0 oder 2.1. Das ist mittlerweile sehr, sehr, sehr gut. Ja, und das macht Spaß. Ich kann euch auch noch mal ein Foto posten, wie das Ganze aussieht, wenn ich diesen Stick hier drunter habe. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Ciao.